Bitte beachten Sie auch, dass derzeit auf allen Lufthansa-Flügen eine Maskentragepflicht besteht. Dies dient uns allen als zusätzlicher Schutz in Zeiten der Pandemie und gilt auch, wenn Sie genesen, geimpft oder getestet sind. Herzlichen Dank für Ihre Kooperation. Kindly remember that wearing a face mask is currently mandatory on all Lufthansa flights. This provides us all of us on board with additional protection at a time of a global pandemic and applies even if you have been vaccinated, tested or have recovered from a COVID-19 infection. Thank you for your cooperation. Zu Ihrer Sicherheit. Wir zeigen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und wieder öffnen können. We would now like to acquaint you the safety procedures on board. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Nehmen Sie sofort die Mund-Nase-Bedeckung ab. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there is a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panels up here. Remove your protective face mask immediately. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with a mask and secure from pulling the elastic strap over your head. And have any children and people who require assistance. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen, die sich in Ihrer Sitztasche befindet. In dieser Karte finden Sie auch die Schutzhaltung, zu der Sie im Fall einer Notlandung aufgefordert werden können. Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und leuchtstreifende Boden zeigen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Please have a look now at the information card and the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. In this card, you will also find the illustration for the safety position, which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated slips on the floor will guide you to these exits.
Remember that your nearest exit may be located behind you in the event of an evacuation of all personal belongings off board. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. This flight is a non-smoking flight. Zum Start stellen Sie jetzt bitte die Rückenlehne weg, rechts klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. In preparation for takeoff, please now make sure that your seat back is upright, your table folded away and your window shade raised. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Hinweisschildern Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung Folge zu leisten. You're required by law to observe all signs and to follow all instructions given by the crew.
jederzeit unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient natürlich den eigenen Sicherheiten, gilt auch, denn dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Sollten Sie während des Flügels ein Gepäckfach öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gegenstände herabfallen können. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to fasten your seatbelt whenever you are seated. This is in the interests of your own safety and applies even when the seatbelt signs are switched off. If you open an overhead bin during this flight, please make sure that items cannot fall out. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, sich unbedingt bei der Kabinenbesatzung zu melden. Sollte ein elektronisches Gerät während des Aufenthalts an Bord beschädigt sein, heiß wird oder zum Qualmen beginnt. If an electronic device is damaged, becomes overheated or begins to smoke during our stay on board, it is very important that you contact a member of the crew immediately.